Mit einer Gatling-Gun durch die Pampa holzen? Ist das noch Stealth? Ist das noch coole Leisetreter-Echtzeit-Taktik? Absolut. Denn bis man erstmal an der Gatling-Gun angekommen ist und kurz darauf diese Mission in Desperados 3 abschließen kann, wird ganz schön viel geschlichen, getrickst und gemeuchelt. Wir haben uns Desperados 3, das in diesem Jahr erscheinende Echtzeit-Taktik-Spiel von Mimimi, genauer angeschaut, es sogar gespielt. Okay, die Szenen in diesem Video stammen allesamt vom Entwickler. Selbst aufnehmen war noch nicht drin, weil es noch immer kleinere Bugs hier und da gibt. Aber wir können jetzt schon mal festhalten, ja, das Ding erzeugt, soweit von uns erlebt, eine ähnliche Sogwirkung wie schon Mimimis letztes Spiel, Shadow Tactics. Das kommt nicht von ungefähr. Die Zutaten von Desperados 3 sind denen von Shadow Tactics sehr ähnlich. Und trotzdem gibt es noch genug Alleinstellungsmerkmale und Neuerungen, die das Western vom Ninja-Spiel abheben. Wir stellen euch in diesem Video die wichtigsten vor. Fangen wir doch mal mit dem offensichtlichsten an, mit der Grafik. Da hat sich Mimimi mächtig ins Zeug gelegt. Im Vergleich zu Shadow Tactics wurde vor allem an den Details gedreht. In den Levels gibt es deutlich mehr zu sehen und zu entdecken. Und das, obwohl bereits Shadow Tactics alles andere als langweilig anzuschauen war. Uns gefallen vor allem die neuen Animationen, die insbesondere für die Zwischensequenzen mit Motion Capturing umgesetzt wurden und den Figuren deutlich mehr Leben einhauchen. Und gleich zurück zur anfänglichen Gatling-Gun. Desperados 3 spielt nun mal im Wilden Westen und dort wird geschossen. Und das tatsächlich spürbar mehr als noch in Shadow Tactics, in dem auch hin und wieder geschossen wurde. Held Hector etwa kann mit seiner Schrotflinte sogar mehrere Gegner gleichzeitig umpusten. Damit am Ende aber nicht nur geballert wird, ist Munition stets knapp. Trotzdem, wer will, kann eine Menge schießen. Das beweisen wir gleich im Anschluss nochmal eindrucksvoller. Wer hat Lust zu sterben? Kurz und schmerzlos. Wer Shadow Tactics, Blades of the Shogun gespielt hat, der wird sicher das eine oder andere Mal in eine haarsträubende Situation hineingeraten sein, die man sicher noch irgendwie hätte lösen können, wenn, ja, wenn nur ein bisschen mehr Zeit gewesen wäre. In Desperados 3 gibt's diese Zeit nun, nämlich im sogenannten Showdown-Mode, in dem wir einzelnen Helden in Ruhe Befehle für die nächste Aktion geben können. Im Showdown-Mode schaltet das Programm nämlich auf Full Stop, anders als noch in Shadow Tactics, wo diese Funktion Shadow Mode hieß. Und dank der Pause lässt sich selbst so eine chaotische und vermeintlich ausweglose Situation wie diese hier am Ende doch noch lösen. In Ordnung. Ich hab noch einen Kratzer. Rühr dich nicht vom Fleck. Umgekehrt gibt's in Desperados 3 aber nun auch eine Vorspultaste, die es uns ermöglicht, nicht ewig darauf warten zu müssen, bis ein bestimmter NPC an unserem Versteck vorbeipatrouilliert oder so. Überhaupt kommt Desperados 3 mit einem ganzen Schwung neuer und cooler Komfortfunktionen daher, die uns das Leben gehörig erleichtern. Um noch ein Beispiel zu nennen, Häuser, in denen sich Verstärkung verbirgt, werden nun gesondert gekennzeichnet. Außerdem können wir uns anzeigen lassen, wie viele zusätzliche Gegner beim ersten Alarm aus dem Gebäude kommen und wie viele sogar beim zweiten. Und echt hilfreich, speicherfaule bzw. vergessliche Menschen werden nun mit der Zeit immer deutlicher darauf hingewiesen, dass sie ja mal F5 drücken könnten. Die größte Neuerung von Desperados 3 im Vergleich zu Shadow Tactics und übrigens auch zu den alten Desperados-Teilen dürfte aber wohl ein ganz bestimmter Charakter sein. Konkret meinen wir damit die Voodoo-Dame Isabelle Moreau, die sich nach einer Weile zum Team von John Cooper addiert. Die Dame addiert nämlich auch Magie ins Spiel. Isabelle kann zwar auch ganz klassisch Gegner ablenken und abmurksen, ihre eigentlichen Stärken liegen aber im Verzaubern. Die Frau kann nämlich mit ihrem Blasrohr und Pfeilen zwei Figuren miteinander verbinden. Und was der einen Person passiert, passiert dann auch der anderen. Diese Szene demonstriert das ziemlich eindrücklich. Wir haben hier drei Gegner, aber nur zwei würden von dem Felsen getroffen werden. Wie nun aber den dritten ausschalten?
Ganz einfach. Wir verbinden einen der beiden, die auf jeden Fall den Stein auf den Kopf bekommen, mit dem Typen, der da eigentlich recht sicher sitzt. Und tada! Drei auf einen Streich. Das Flackern der Sichtlinien ist übrigens noch so ein kleinerer Bug, von dem ich schon sprach. Aber es geht immer noch abgedrehter. Für unser nächstes Beispiel brauchen wir Hector. Der heilt sich mit einer Plörre, die das Spiel als das gute Zeug bezeichnet. Und das gute Zeug verträgt wirklich nur Hector. Allen anderen bekommt es gar nicht. Ach, was hast du? Knochen. Doch die eigentlich hohe Kunst von Isabelle, die sie auch anders als diese Verbindung mit dem Blasrohr nicht immer anwenden kann, ist die Gedankenkontrolle. Hier übernimmt die Frau, die noch in dieser Zelle festsitzt, die Kontrolle über einen feindlichen Schurken und manipuliert diesen so geschickt, dass sie nicht nur aus der Zelle entkommen kann, sondern auch gleich mal alle Gegner los wird. Wie gesagt, das lässt sich nicht permanent anwenden und Isabelle ist auch nicht in jeder der Missionen dabei. Aber es steht jetzt schon zweifelsfrei fest, dass sie die coolste Neuerung von Desperados 3 ist.